Und Mutti wieder fleißig bei der Arbeit. Wie geht's Ja. dir, Mutti? Oh, hallihallo, liebe Leute. Ich begrüße euch. Heute sind wir in der Kreativ-AG der Hanfparade und wir wollten euch mal zeigen, was wir hier so basteln und vielleicht auch ein paar Anregungen für Unkreative zeigen. Schwenkt doch mal hier rüber. Hier seht ihr zum Beispiel einen ganz kleinen Teil an Schablonen, die man machen kann. Man schneidet aus Pappe natürlich erstmal die Buchstaben vor. Dann legt man die auf eine andere Pappe, sprüht mit, keine Ahnung, welche Farbe einem beliebt, darüber. Kann sie natürlich noch beliebig verfeinern. Man kann auch Kostüme schneiden oder ja, ein Legerleist. Das sieht dann später, so könnte man das dann gestalten mit einem farbigen Hintergrund vorher, dann auch drauflegen und drüber sprühen. Oder macht kleine Sumsums. Oder schöne Transparente mit schönen Sprüchen. Hieraus werden zum Beispiel Hanftäschchen, damit auch die Dame auf der Hanfparade gut aussieht. Noch etwas farblos, aber sie werden lustig. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, ich hoffe, dass euch tolle Sachen einfallen, dass ihr für Frank, Marion, Baran und Nils hier in der Orga auch schöne Ideen entwickelt. Überrascht uns und macht die Parade so hübsch, wie wir sie noch nie hatten. Und ich freue mich. Und ich freue mich, euch zu sehen am 10. August. Um 13 Uhr geht es los am Bahnhof Zoo. Bis dahin, wir sehen uns. Tschüss. Wir sehen uns am 10. August.